Wir haben hier den Alex, der das erste Mal bei der Friedensmahnwache heute ist. Und ich freue mich, dass er gerne ein paar Worte zu uns sagen möchte. Hallo. Ich probiere es einmal ohne den Mikrofon, okay? Sonst kommt es mir so vor, als würde ich euch anschreien, obwohl ich das jetzt vielleicht eher tue, aber falls mich jemand nicht hören kann, ich kann noch ein wenig lauter. Ich mag vielleicht ein bisschen so anschließen zu dem netten Bewusstsein, was wir am Anfang gehabt haben. Und ich glaube sehr wohl, dass es wichtig ist, dass man zufrieden ist. Weil letztendlich kann nur ein zufriedener Mensch etwas bewirken. Jemand, der unzufrieden ist, wird immer Probleme haben und andere Probleme haben. Und letztendlich sind es ja nicht die Probleme, die wir suchen, weil Probleme haben wir hier überall genügend. Ich glaube, es sind, was auch ein bisschen gesagt wurde, dass ein neues Bewusstsein, ich sage einfach, ein wenig Neudenken. Es ist doch das Neue, was wir haben wollen. Es ist Zufriedenheit, die wir haben wollen, und daran sollte jeder arbeiten. Für sich selber, weil letztendlich ist nur jeder Einzelne der etwas ändern kann. Es kann kein Politiker etwas ändern, wenn wir nicht etwas ändern. Dann möchte ich einfach, okay, danke schön. Und darum ist sicher Zufriedenheit das Beste, was man tun kann. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, also wenn man mich fragt, meine Welt ist perfekt. Ich krieg zu essen, ich habe ein Dach über den Kopf, ich habe warme Kleidung, ich habe Bildung. Meine Welt ist perfekt, auch wenn jetzt so knifflige Blicke kommen. Aber jeder Mensch lebt in einer eigenen Welt. Keine Welt ist gleich. Jeder von euch lebt in seiner eigenen Welt und die ist nicht gleich. Aber wenn ich jetzt schaue, wir alle leben auf der Erde. Und wenn ich auf die Erde schaue, dann läuft das Ganze nicht so rosig. Und ich glaube, das haben schon einige bemerkt. Wie kann man das ändern? Indem man mal was tut. Und das ist, glaube ich, jetzt schon mal, jeder hat sich bewegt. Wir sind, da hat so eine komische Bloggerin geschrieben, die war mal hier und hat gemeint, ja, es sei Bewegung, da kann sie eigentlich nicht wirklich sehen, wo die hinwollen, was sie sollen. Ich sage, Bewegung ist, wenn man sich bewegt. Und das ist bereits passiert. Yeah. Und man darf nicht vergessen, also wir sind sicher in einer Konsumgesellschaft momentan. Braucht man nur mal schauen, 3 Tage nichts konsumieren, das geht schon ein bisschen schwer. Aber wir dürfen nicht vergessen, jeder einzelne Euro kann was bewirken. Und es liegt an uns, an jedem uns persönlich, wofür gebe ich diesen Euro aus? Wenn ich gegen Massentierhaltung bin, dann sollte man vielleicht nicht in den nächsten Supermarkt in Euro investieren. Wenn man gegen Kinderversklavung ist, dann sollte man sich anschauen, wo kaufe ich meine Kleidung. Und auch wenn es klar ist, es hat nicht jeder die Möglichkeit. Eine alleinerziehende Mutter, die wird nicht mehr die Möglichkeit haben, jetzt noch was zu bewirken. Die ist angewiesen auf andere. Aber wir, wo wir noch entscheiden können, was konsumiere ich, wir alle sind in der Pflicht, dass wir sich überlegen, wofür gebe ich mein Geld aus und was unterstütze ich. Weil es geht nicht darum, wen möchte ich schaden, sondern was unterstütze ich. Und es gibt wirklich tolle Unternehmer, die tolle Produkte hervorbringen, die ihre Angestellten gut bezahlen, die investieren in die Zukunft, die in Bildung investieren. Und solche Leute müssen wir unterstützen mit unseren Euros. Und jeder Euro kann helfen. Und darum, bewusster Konsum, möchte ich einfach noch mit ans Herz legen. Schaut euch die Produkte an, die ihr kauft. Und vielleicht ist einmal der Zeitpunkt da, wo ihr sagt, ich nehme nicht die Tomaten aus Spanien, ich zahle die 50 Cent mehr. Und glaubt mir, auch das hilft. Dankeschön. Wow.